Guten Morgen! Heute haben wir die erste Nacht im Haus verbracht und die Sonne scheint richtig schön. Mila ist auch schon überall rumgelaufen. Guck, die ist so richtig. Yeah, ich gehe die Treppen hoch. Hallo! Aber Nala ist leider noch ein bisschen verstört. Verstört? Ja, ist sie da unter der Treppe? Ja, aber die hat sich vorhin hingelegt da. Okay. Sag mal deiner Schwester, dass es nicht so schlimm ist. Die ist voll, also Mina ist so eine, wenn ein Fremder sie mitnehmen würde, wird sie nicht jucken. Ich würde denken, ist okay. Aber Nala ist so richtig so, ja, ich muss vorsichtig sein. Mila ist ja klug, die ist ja die ganze Zeit hier rumgelaufen. Und hat halt alles geschnüffelt und hat so gemerkt, ah, das ist alles... Das sind alles unsere Sachen, ja. Ja, deswegen. Und dann wurde sie voll ihre Haltung und so. Und jetzt ist sie so. Ja. Und Wäsche waschen wir jetzt auch schon, weil das hat Juli angeschlossen. Ist immer gut, wenn man Handwerker im Haus hat, gell, und wenn man sich nicht auskennt und so. Das ist unsere schöne Küche. Also das muss jetzt erstmal so ausreichen, damit wir wenigstens Frühstück machen können und so. Und unser Kühlschrank ist hier draußen. Hier ist unser Kühlschrank. das ist Satellitfernsehen, glaube ich. Nö, das ist Kabel. Hä, warum? Weil es gerade kam, Kabel. Als ich Sender so laut machen wollte, kam Kabel. Ja, weil du kannst ja einstellen, ob du Kabel machen willst, ob du Satellit, Astra oder terrestrisch, ja, wie das heißt. Hatten wir doch Ding. Nochmal, geh mal beim Menü einfach. Wir haben versucht, den ganzen rauszufinden, was wir denn jetzt haben. Hat dein Fernseher kein integriertes? Natürlich, aber du brauchst aber das richtige Kabel dafür, weil das ist Kabel. Kabel. Ja, du brauchst das für Satelliten, weil das ist ja dann eine andere Öffnung. Weißt du, dieses spitze Cut? Ja, mit dem. Ich weiß, aber wie wurde das da reingeschickt? So, hab mich schon ready gemacht. So, Haare. Kein Bock, meine Haare zu machen. Dann gehen wir zu Donny ins Büro, weil wir kein Internet haben und da können wir es noch hochladen und gemütlich chillen in unserer anderen Wohnung. Also in der alten Wohnung. Es ist so, dass man da sich halt nicht hinschalten kann. Dann gehen wir zu Donny ins Büro und ich weiß nicht, ob ich zum Arzt gehen soll. Zweiter Tag ist jetzt und es ist schon besser geworden. Deswegen habe ich, ich weiß nicht, ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Das ist meine, ich weiß nicht, ich hasse es einfach. Anna, bist du schon fertig? Ma? Ja, ich fahre jetzt gleich. Was ist das? Anna und ich gehen jetzt in die Stadt. Nee, bleib noch da. Ich warte noch, ich komme bald. In 5 Minuten bin ich da. In 5? Ja. Kat kriegt jetzt Krücken. Komm her, oder? Na so. Jawohl. Mach da. Ich mache mal Massage, da geht's Mama, morgen weg. Nein, das tut weh. Ja, das musst du. Aber kann ich das selber machen? So du. Mama tut immer so weh. Aber nichts wächst meinte, das ist von Hand. Mama, mich kannst du massieren. Ha? Du kannst meine Füße massieren. Ja. Kannst du meinen anderen Fuß massieren? Ja, das ist Massage, dann geht's weg. Nein. Ich habe ja eine heilige Kette. Ja. Ja, okay. Mit rein. Das denkt jeder, also so drauf hier so. Hey, das ist. Mann, nein, Mama, du hast mit einer Schmerz. Ja, du hast mit einer Schmerz in der Hand. Ja, muss man zum Beispiel sein. Nein. Du musst unter die Ferse, du musst da runter und dann. Ja, ja, warte kurz. Hey, das ist nur Kleinigkeit. Das ist nicht keine Kleinigkeit. Das ist für mich, das ist mein Ernst. Wo ist du bist? Ja, Mama. Das ist nicht fest.
Ich muss mein Pest machen. Mann, weh, das tut mir weh. Ja, drück halt dagegen. Ja, das muss ah! sein. Alter. Moment, langsam. Ist es blau? Nee. Das ist die Salbe. Also. Das ist, muss sein, Katharina. Ma, du drückst mir aber mein... Ma, das ist mein, das. Ja, mein Blut drückst mir ab. Nein, das ist gut. Ich weiß gar nicht, was Ärzte sind. Nein, das ist gut. Ah, Mama. Hey, ja. Ma, nein. Ja. Du drückst mir mein Blut ab. Dein Blut abbekommen? Ja. Ja. Nein. Fest. Ma. Jetzt ist es nein. Ma, au. Fest. Katharina, das ist, muss das sein. Ma, nein. Du drückst mir... Ma, wie soll mein Fuß atmen? Du musst mir mein Blut abschmieren. Das ist nicht so gut. Ma. Fest. Meine Mutter hat schon alles hier geputzt. Kat und ich waren vorhin in Dannys Büro, weil wir haben Videos hochgeladen, weil hier können wir keine Videos hochladen, leider. Und deswegen sind wir, pendeln wir immer hin und her und so. Dann kann man voll gut fahren. Eigentlich mal, wenn du putzen willst, kannst du auch so. Du musst einfach nur so machen, geht. Ja, meine Mom ist ganz fleißig. Mila und also Nala traut sich auch schon aus Kats Zimmer zu gehen. Okay, ich stehe die auch schon auf. Guck, genau, die geht immer die Treppen hoch und runter. Mila ist hier. Mila! Das findest du ganz toll an der Treppe, gell? Also hier sieht es schon heimischer aus, ne? Würde ich sagen. Wir wollen nämlich jetzt heute noch zum Poco oder Bauhaus und holen Gardinenstangen, damit wir unsere Gardinen endlich aufhängen können. Weil mit Gardinen ist es ein ganz anderes Feeling. Hier fühlt man sich noch so ein bisschen beobachtet, weil das ist alles so offen, seht ihr das? Und dann kann man einfach so reinglotzen, das wollen wir auch nicht. Ma, hast du die Sachen, wo draußen waren, reingemacht? Ja, gell? Weil wir dachten, okay, geil, draußen ist es so kalt, wir können es als Kühlschrank nutzen. Und jetzt, es ist 20 Grad oder was? So, wollen wir mich verarschen, ey? Naja. So, wie ihr sehen könnt, sind wir total voll bepackt. Hier sind die Gardinenstangen. Wir haben jetzt nämlich schon alles besorgt, eigentlich, was wir besorgen wollten. Und ja, was wollte ich sagen? Ach, und das Käfig von Bobbele und Bobbelina, ich kenne kein Deutsch mehr. Der Käfig, gell? Ja, von Bobbele und Bobbelina ist jetzt gekommen. Zum Glück, also Bobbele und Bobbelina haben jetzt eine Nacht alleine verbracht in unserer Wohnung. Die Arme, das hat mir voll leid. Aber es ging nicht anders, weil wir hatten keinen Käfig. Und jetzt ist der angekommen, deswegen holen wir jetzt die Kaninchen. Also wir haben die natürlich gefüttert und sowas, aber die haben halt alleine verbracht. Dann gehen wir nach Hause und bauen den Käfig auf. Und dann haben die Hasen auch ein neues Zuhause. Ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich schon. Wir haben eine Transportbox dort, gell? Ja. Und dann holen wir noch ein paar Lebensmittel, weil wir haben so Salz, keine Gewürze halt, haben wir zu Hause. Deswegen, heute Morgen, als wir Spiegeleier gemacht haben, dachte ich uns so, warte mal. Ich hab immer Flächen gegessen. Wir haben keine Gewürze, aber man kann es ja auch so essen. Deswegen holen wir noch ein paar Sachen. Teller und so. Ja, wir haben noch voll viel. Wir haben noch zwei Regale, alles mögliche. Also nicht voll viel, aber alles, was in der Küche eigentlich steht, haben wir noch dort gelassen. Deswegen, yes. Schon krass, wie viel sich eigentlich ansammelt bei einem Umzug. Und jetzt, wo wir umgezogen sind, kaufen wir trotzdem immer wieder neue Sachen, weil wir, keine Ahnung, man denkt, man hat schon alles, aber dann gibt es dann Sachen, die halt kaputt gehen, zum Beispiel während dem Umzug oder weil wir unsere Wäschekörbe sind zum Beispiel kaputt gegangen, deswegen haben wir uns neue geholt. Oder jetzt haben wir zum Beispiel eine Treppe, deswegen haben wir solche Teppichdinger geholt, damit die Katzen nicht ausrutschen, weil, ja. Wir kommen zum ersten Mal wieder in unsere Wohnung rein. Schaut mal, wie leer das aussieht. Krasser Scheiß. Die Lampe muss ich noch mitnehmen hier.
Ja, und die Gardinen und so. Haben wir noch Schraubenzieher? Haben wir nicht mitgenommen. Mein Topmodelbild. Deine Jacke ist noch hier. Oh, ja. Die Hasen. Hier ist Katzenzimmer. Voll leer. Oh, guck mal. So, nur die Hasen sind übrig geblieben. Warte, ich hol mal das Zeug. Unser Wohnzimmer sieht jetzt voll klein aus, gell? Ja. Okay, Naus. Ihr kommt jetzt mit uns mit. Warte kurz, haben wir mal so eine Linksschaufel. Machen wir einen Teilchen hier links rein. Ich habe keine Schaufel mehr. Hier gibt es keine mehr, glaube ich. Doch. Oder guck mal an der Heizung. Soll ich es machen? Geh weg! Alter, rastet der aus? Rubele, du kommst jetzt mit uns mit. Hallo. Wie viel Mobile kann man raus? Warte, ich mach Robelina zuerst. Ja, aber nicht einfach. Ja, Bubble ist eigentlich einfach, aber der geht manchmal voll nicht mehr. Ja, aber Robelina kann ich. Weißt du, Robelina ist drin und die kommt nicht mehr raus. Robelina, ja. Wenn Bubble drin ist, dann kommt er wieder raus und Robelina reingeht. Ey, jetzt versteck dich nicht in der Treppe. Ja, ja. Und jetzt ist es zu spät. Hätten wir auch nicht schon sollen. Ja, wer jetzt ist auch zu spät, Bubble ist da. Ja. Struggle is real. Ja, komm. Komm, wie die guckt. Ja. Bei Bubbelina ist immer so, ich warte immer auf den Moment, wo sie ausrastet. Aber es kommt einfach nicht. Bubble rastet nur bei Männern aus, irgendwie. Er mag Männer nicht. Komm. Okay, komm, Bubele. Aufstehen. Dann müsst ihr den ganzen Tag Zeit, sonst bleibt ihr hier. Hallo. Jetzt schläft er ein. Warte mal. Alter, wir können ihn doch mit Futter locken oder so. Gib mir mal Futter. Genau. Was? Ja, daher schon. Ich. Nee, guck, bei ihm ist so. Jo. Zum richtigen Opfer. Bubble, ja, komm, ja. Mehr kriegst du hier. Komm, Bubble. Ja, sei nicht so. Warum bist du so? Der geht doch eigentlich immer raus. Wohl nicht so schwer sein. Ihr denkt euch jetzt bestimmt so alter Stände dich an. Ja, noch schlimmer. Nee, weil ich. Geht ja nicht hoch. Ja, oben ist eigentlich am einfachsten, die zu holen. Unten ist schon. Ah! Da. Jetzt rein. Obele. Hopp. Komm, geh rein. Es ist dein fucking Ernst. Okay, wir werden dann später einschalten, wenn wir es geschafft haben. So, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, die in den Transporter zu kriegen. Hier ist Bubelina übrigens. Bubele ist hier. Der ist noch voll aggressiv geworden am Ende. Kann ich verstehen. Aber es musste leider sein. Wir sind total vollgepackt und jetzt geht es erstmal nach Hause. Leo ist jetzt auch noch gekommen, weil jetzt gibt es nämlich, also jetzt haben wir noch eine Wohnungsbesichtigung für unsere alte Wohnung,
weil wir müssen ja noch Nachmieter finden und so. Und Leo geht da jetzt einfach hin. Wir fahren schon mal nach Hause. Ja, das war echt voll der Act, ey, mit den Hasen. Ich hoffe, die beruhigen sich jetzt mal langsam. Alter, und dann links, Baby, Bubelina, hab ich gedacht, die Kolobie jetzt gleich. Das Zuhause von Bubbel und Bubelina ist jetzt gerade am Bauen. Und es ist schon viel, viel größer. Das ist 1,60 Meter auf... Auf jeden Fall ist es 1,60 Meter lang. Aber das ist das Größte. Es gibt die Kinder nicht so lang wie Mama. An, Katharina, gib mir dich ein bisschen Porsche Akku. Ma, ich weiß nicht, wo der Akku ist. Aber ich muss jetzt noch meine Arbeit erledigen, bevor du den machst. Ach so, meinst du, müssen wir aufladen? Ja. Ach so. So voll habe ich es noch nie im Maggis gesehen. Nachdem der Burger King hier abgebrannt ist, kann sich der Maggis nicht mehr vor Geschäft retten. Ja, der Typ war gerade komplett überfordert. Das tat mir nicht so leid. Das ist echt krass, ey. Ich bin jetzt auf dem Weg nach... Da bist du zwei, kein richtiges Deutsch. Bochum, Bitches! Ich hasse es voll, wenn man die Tür offen lässt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bochum und wir sind schon richtig spät dran. Also es ist jetzt 9:30 Uhr. Alle sind um 7 Uhr morgens hingefahren. Ja. Meine. Also wir haben schon, aber noch so. Voll überfordert hier, ey. Warte. So, Leute, wir haben jetzt 3 Stunden Fahrt vor uns. Also Navi sagt, wir sind um 1 da. Schaffen wir. Von Navi noch so, ja, wollt ihr sicher mit dem Auto nach Bochum fahren? Es ist doch voll Eis dort und so. Nee, also ist schon längst vorbei, Allah. Schaut an uns Private Jet. Mal vor hier den David Hasselhoff. Ja. Vor allem so weit hinten voll dunkel und sieht nur Leo. Spotlight. Was willst du auch mehr sehen? Wir sind jetzt in Bochum angekommen. So richtig glamorous. Ja. Ja. Vor allem haben uns schon aufgefallen. Jeder hat gepostet, off to Bochum und so. Wir. Ja, genau, so auch. Ja, Juli rast vor allem so. Hauptsache Fellijacke. Übel, so richtig vor. Alter! Das ist voll die schwere Tür. Das ist keine Angst, was lass die verrückte Pelle da drin. Ey, du, mit diesem Rucksack und mit so einem Auto.